Hallo, und da bin ich schon wieder mit dem versprochenen Ethereum-Update, gleich noch Litecoin, aber das werde ich wahrscheinlich alles in einem Video machen, damit es ein bisschen, damit es nicht ganz so lang wird, nicht so viele Videos posten muss. Ich habe in meinem letzten Video von diesem Ascending Triangle hier gesprochen. Am Wochenende ist im Grunde genommen nichts passiert. Wir sind nicht nach oben, wir sind nicht nach unten ausgebrochen. In den letzten Stunden haben wir hier diesen kleinen Channel nach oben hin verlassen, wo wir jetzt eigentlich gedacht haben, wir ziehen direkt, sage ich mal, hier zu der oberen Linie des Ascending Triangles. Haben wir bis jetzt nicht geschafft, denn wir sind erstmal an der Monatslinie hier gescheitert. Und jetzt gerade auf dem Weg ein kleines bisschen zurückgekommen. Mal sehen, wie weit das geht. Ganz kurze Analyse zu Ethereum hier. Hat sich wirklich nicht viel getan. Wir haben keinen Breakdown gesehen. Wir sind aber auch nicht nach oben hin ausgebrochen. Ganz einfach, was mache ich hier? Werden wir hier nach oben hin ausbrechen, das heißt über die 2900, werde ich eine Long-Position eröffnen, und sobald wir einen Retest kriegen auf dieser Linie, werde ich meine Long-Position, falls wir die natürlich halten, werde ich die erhöhen, weil das ist dann natürlich doch schon hier ein Channel, der mittlerweile über 3 Wochen geht und der somit sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir den durchbrechen, werden wir einen großen Move bekommen, sowohl nach oben als auch nach unten. Die Höhe, die wir dann zu erwarten haben, ist, sag ich mal, nach oben, falls wir das ausbrechen. Im Grunde genommen können wir fast sagen, das All-Time-High. Wenn wir nach unten hin ausbrechen, dann erwartet uns wahrscheinlich die 1500, und wir landen in der Nähe hier eines unserer Monatsabschlüsse, was dann auch wieder eine wichtige Supportmarke ist. Das heißt, was natürlich dann einfach bedeutet, das könnte ein richtig großer Move werden, auf den wir alle gut vorbereitet und positioniert sein sollten. Das war schon ganz kurz zu Ethereum. Im Grunde genommen nicht viel passiert, wie ich bereits gesagt habe. Long-Position für mich hier über der 2900, am besten über der 2950, denn hier ist noch eine ganz kleine Widerstandslinie direkt darüber. Und eine Short-Position für mich am besten unter der 2670. Kommen wir kurz zu Litecoin. Hier hat sich auch nicht so viel verändert. Der Daily Chart zeigt uns ebenfalls hier ein Symmetrical Triangle, wo wir weder einen Ausbruch noch nach oben noch nach unten haben. Hier sind natürlich jetzt sehr, sehr viele Linien. Ihr könnt mal gepflegt eigentlich alle Linien ignorieren, bis auf diese und diese. Denn das ist dann natürlich auch wieder die Höhe, in die wir ausbrechen würden. Das heißt, brechen wir nach oben hinaus, landen wir ungefähr bei unserer Widerstandslinie hier bei 295 Dollar. Wenn wir nach unten hin ausbrechen, was natürlich nicht ganz so lustig wäre, dann würden wir wahrscheinlich unter die 100 Dollar fallen. Davon gehe ich aber eigentlich erstmal nicht aus. Heißt für mich, sehen wir einen Close über 290, sage ich mal, laufen wir erstmal vermutlich die 206 an, und dann werden wir sehen, was dort weiter passiert. Kriegen wir einen Close unter der 175, 173 ungefähr in diesem Bereich, werden wir erstmal nach unten ziehen, wobei das erste Ziel dann die 162, die 145 und die 130 sein wird. Eine relativ kurze Analyse von Litecoin und Ethereum, aber es gibt da im Moment auch leider nicht viel mehr zu sagen. In dem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Montag beim Handeln, und wir sehen uns im nächsten Video.